Hallo Leute, herzlich willkommen bei meinem neuen Video nach langer Zeit. Es tut mir leid, dass es seit langem keins mehr kam. Auf jeden Fall, jetzt sind wir hier beim Trainingsauftakt des 1. FC Köln und ich denke mal, es wird jetzt ein ganz tolles Training werden. Ich bin mal gespannt, was hier so abgeht, welche Spieler kommen und ob der Modest auch kommen wird, weil er hat ja einen Vorsprech bei mir Schmadtke wegen seinen China-Mist, falls ihr es da mitgekriegt habt. Naja, wenigstens er bleibt. Und ja, ich denke, auch die Saison wird gut und mir gefällt sogar auch das Trikot, das neue, habe ich jetzt schon ein paar Leute mitgesehen mit, auch ganz gut, also sieht richtig gut aus, besser als das alte, wenn ich mal ehrlich bin, also aus meiner Sicht aus. Und ja, es dauert ja noch eine gute 20 Minuten und dann ist auch hier was los, denke ich mal. Erstmal ist noch hier alles leer, wahrscheinlich alle noch in der Kabine und ja. Mir mag ich, ich hoffe ihr auch. So, noch ein bisschen Zeit bis zum Training und schon richtig gut gefüllt. Und vorm Training wird erstmal ein schönes Bier und was mit Brötchen gegessen. So, Bier war köstlich und ich habe trinke ich natürlich und die Würstchen auch. Und die Mannschaft betrifft gerade den Trainingsfeld. Schauen wir einfach mal, was hier so abgeht. Der runde Tisch, der Besprechungstermin. Ja, der gesehen habt, haben gerade alle das Spielfeld betreten und machen sogar ein paar Fotos und schnitzen sich an der Moses. Wie ihr gerade gesehen habt, wurde echt richtig gut empfangen. Ich hab da noch jemand vor mir stehen. Wettrennen. Auch.
Ich finde, es ist
Oui. Thank you.
Lecker. Aha, Kräfte. Achtung! Sven! Also ich als treuer Fan sage nur, mir ist egal, wie es dir geht, ich würde hier bleiben und Europa durchziehen, egal was auch kommt. Ich habe
So Leute, das war der Bericht heute vom Training des 1. FC Köln, also Saisonauftakt kann man zwar so sagen, ne? Auf jeden Fall, das Training war ganz gut, außer was ich jetzt nicht so toll fand, es war nicht so entspannt wie im letzten Jahr, also ein bisschen hektischer, laut der Presse. Viele Spieler wurden umzingelt, manche haben versucht es zu umgehen, manche haben es gut geschafft, der Modest, der hat das so getan, das war lustig, weil ich das gesehen habt. Der hat so getan, als würde er mit denen reden und danach geht er einfach zu den Zuschauern, aber trotzdem wollte ich niemand mit doofen Fragen bedrängeln, Junge. Also manchmal hat die Presse Sachen drauf, das glaubt man hier nicht, naja, egal. Aber was auch cool war, dass ich mit dir, Timo Horn, schöne Grüße an dich. Übrigens, du hast ja auch meinen Kanal gesehen, du schaust da regelmäßig rein. Auf jeden Fall an dich, schöne Grüße, toll, dass dir mein Kanal gefällt. Und ja, die Bratwurst war ganz gut, das Kölsch auch, wie immer. Auf jeden Fall hat sich eigentlich gelohnt, das Essen und Trinken vorher. Und ja, ich denke, es wird eine tolle Saison. Also, wo wir gerade beim Thema sind, Saison, also ich denke, es wird eine tolle Saison. Ich denke, wir werden in Europa ganz gut abschneiden und bestimmt ganz guten Platz machen wieder diese Saison. Also da bin ich optimistisch und ja, mehr habe ich jetzt gerade nicht zu sagen. Wir sehen uns in Kürze wieder beim Testspiel der U19 gegen Viktoria und bis dahin, bis zum nächsten Video. Ciao!